So, du kriegst jetzt noch etwas. Unfallbericht übergeben, Ich brauche Gefangenentransport. Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. So, weil ich muss ihn jetzt noch abschleppen lassen und dann muss ich ja noch mit der anderen den Bericht übergeben und weiterfahren lassen. Weil die andere hat ja erstmal nicht gemacht, wa? Ich So. habe einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort. Oh! Das war das falsche Auto. Entschuldigung. Wie kann ich denn das machen? Ich habe das falsche Auto. Ist hier noch irgendetwas? Nö. Kann ich den nicht hier irgendwie abmelden? Ein Abschlepper? Das war jetzt aus Versehen. Das wollte ich eigentlich gesagt nicht. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? So, nein. Du bist ja in Ordnung. Ah, aber dein Auto ist ja auch ganz schön, wa? Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Wir schicken einen an Ihren Standort. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Das scheint ziemlich nutzlos zu sein. Naja, egal. Gut, laufen lassen. Alles klar, Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Habe ich mir minus 5 Punkte eingehandelt. Ach, den hier auch noch. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr. Okay, irgendjemand hat gerade eine Geldbörse gestohlen. Einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? Hier, bitte, Officer. Mist. Nein! Mein Geldbeutel! Ja, ich kann leider nicht hinterher. Ich kann leider nicht hinterher. Hilfe! Dieb! Die kommt bestimmt gleich wieder, deswegen werde ich mal das hier holen. Hilfe! Dieb! Ja, warte doch mal, warte doch mal. Nein! Dieb! Stopp! Ah, die rennt ganz schön weit weg. Ja, der Dieb ist entkommen. So eine Scheiße aber auch. Bitte, haltet ihn! Ja, lässt ihr mich mal. Hey, ehrlich, ich hab Volltrottel. Hilfe, bitte! Ein Dieb hat gerade meine Geldbörse gestohlen! Dieb ich da. Also nach Ausweis erstmal. ich frag mal. Ihren Ausweis, bitte. Klar, bitte sehr, Officer. Und der ist auch noch abgelaufen. So, ich würde gerne. Tatsächlich können wir Ihre gestohlenen Habseligkeiten heute nicht wieder beschaffen. Bitte nehmen Sie Ihren Bericht. Im Ernst? Ein Bericht? Ich will meine Geldbörse wieder. Dafür kriegst du jetzt noch was anderes, was? Abgelaufen. Ich werde Sie mit einem Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen eines abgelaufenen Ausweises belegen. Warum ist das so teuer? Weil ich es bin. Alles in Ordnung. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. So, dann haben wir das auch schon mal. Hier ist irgendwie Stau, oder? Hier ist irgendwie Stau. Getönte Scheiben, ja. Sind wir alle nicht mehr so getönt. Wie spät haben wir es denn jetzt? 31. Eigentlich wollte ich gleich, sollte gleich die Firma anrufen. Okay, Unterbodenbeleuchtung. Ah, ich habe da drüben ja noch einen. Erstmal hier. So, die 6. Die 6? Die 6 immer noch? Hey, hey! Fahren Sie an den Straßenrand! Da drüben ist ja noch einer, der auf mich wartet. Meine Güte, den hätte ich doch beinahe vergessen. In meiner Arbeit. Jemand hat sie gegrüßt, aber ich bin gerade in Arbeit. Sorry, dass ich zu spät komme, hier war gerade ein Unfall. So, was hast du jetzt eigentlich hier?
Rote Ampel, genau. Mann, so, fahren. Rote Ampel überfahren. Ich habe Sie angehalten, weil Sie über eine rote Ampel gefahren sind. Ja, aber die Ampel war auch kaum zu erkennen. Na, dann bist du ja gar nicht blind, wa? Terminbestätigung, Betico. Ja, Weiterbildungsangebot. Führerschein erstmal. Ich lese in der Zeit mal die E-Mail. Bitte sehr, Officer. Bitte hinterlasse deine Rufnummer. Mhm. Ich hab da. 12.30 Uhr. Das haben wir jetzt schon lange. Ist der nicht abgelaufen? Der Ausweis ist abgelaufen. So, erweiterte Pupillen. Deswegen muss man aussteigen. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. Erweiterte Pupillen. Gut, ich lese ja gerade noch ein paar Nachrichten nebenbei. Ich bin ja total abgelenkt. So, dann einmal hier Alkohol- und Drogentest. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Nö, aber bestimmt Drogen, wa? So, Drogentest. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. So, unter Drogeneinfluss gefahren. Gut, dann hast du jetzt ein Problem. Erstmal einen Verstoß bestrafen, fahren, rote Ampel, Strafzettel. Ich belege Sie mit einem Bußgeld wegen Überfahrens einer roten Ampel. Das kostet Sie zwischen 120 und 250 Dollar. Das ist der erste erfreuliche Punkt für mich. Ach, kommen Sie schon. Oh, wie ich das liebe, wie ich das liebe. Komm, du bist traurig. Jetzt wirst du noch trauriger werden. Betäubungsmittel, Drogen. Sie sind wegen Fahrens unter dem Einfluss von Cannabis festgenommen. Bitte kooperieren Sie. Bitte, nein. Doch, 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 doch. Und jetzt lass mich bitte noch was finden in deinem Auto. Tut es mir einen Gefallen? Oh Gott, ey. Das ist ja echt mal scheiße, wa? Abschlepper erstmal, ja. Ich habe einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. So, schick bitte einen, und jetzt kommt das Beste. Gefangenentransport. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Ein Abschlepper wurde bereits an Ihrem Standort geschickt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an Ihren aktuellen Standort geschickt. So, und jetzt sage ich euch schon Feierabend. Tschüss. Alles klar? Gut, ab nach Hause. Und dann muss ich doch ausmachen. Dann muss ich ausmachen. Ey, das war ja echt mal eine ruhige Schicht, muss ich zugeben. Das war ja wirklich mal eine richtig schöne, ruhige Schicht. Wo ist jetzt das Police Department? Hier. Ich bin fast an meiner Arbeit vorbeigelaufen. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Wahrscheinlich wieder eine weitere Ortschaft freigeschaltet. Ah, den Taschentief habe ich leider nicht bekommen. Schade, aber gut. Neue Nachbarschaft freigeschaltet. Das mit dem Stadion, okay. Gut, mehr war es nicht. Deswegen verabschiede ich mich jetzt. Danke fürs Zuschauen. Wir akzeptieren nochmal. Wir können ja mal gucken. Conway, das ist ja im größten Teil besteht das aus dem Stadion. Es wurde kein Partner für die Schicht ausgewählt. Also, ich kann ja auch einen Partner mal mehr Spielerfunktionen machen. Das wäre auch mal eine Idee, wa? Vielleicht sollte ich das auch mal. Ich gehe mal runter hier. Wir haben ja jetzt hier. Die hier, die. Die nächste wäre dann quasi die Ortschaft. Ja, können wir ja mal machen, wa? Dann freue ich mich auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.